Hallo. Es gibt wieder Matchmaking für euch und ein bisschen Storytime vom Wochenende. Ihr wisst ja, dass wir in Kamen waren, in der Nähe von Dortmund. Wir waren auf dem Geburtstag von einer Freundin eingeladen und da waren wir in einem Escape Room und Sushi essen. Und das war's. Können wir erstmal anfangen, vielleicht ganz kurz, Männer. Bitte, Team. Bitte. Sei da. Hello, Team. What up, my friend? That sounds so rich, dass der eine schreibt, hi. Oh nein, bitte nicht. Er ist schon mal, zumindest am Anfang, gut drauf. Anfangs kann man ja auch gut drauf sein, ne? Da ist man auch nicht am Verlieren. One long. Three long. You can plan purple. I'm staying mid. Mid two. Nice. Also, wir waren in einem Escape Room. Das war für mich das erste Mal. Das sind Räume, die eine gewisse Story haben und du in dieser Story eigentlich immer eingesperrt wirst und wieder rauskommen musst. Und um da rauszukommen, musst du Rätsel lösen. Wenn du diese löst, dann findest du irgendwann einen Schlüssel und mit dem kannst du halt schlussendlich die Tür aufschließen oder du findest einen Code, mit dem du die Tür öffnen kannst. Und das haben wir gemacht. Für mich das erste Mal und das war wirklich cool. Shotdown. Nice. Dem habe ich geschaut. Okay. Oh Gottes Willen. Ich spring schon wieder. Long. I'm all him. He's in corner. Nice. Jawohl, alter El Frago geht ab. Er geht ab. Weiß nicht, wofür er sich gerade entschuldigt hat. Das war natürlich sehr aufregend, denn in unserer Story waren wir CIA-Geheimagenten und wurden praktisch in eine Falle gelockt. Wir waren in einem russischen Bunker und da war eine Bombe drin. Die Bombe hat er dann angemacht, hochgedreht auf 60 Minuten, dann ist er rausgegangen und die Tür ist zu. Wir waren 5 Leute, der Raum war gar nicht so groß. Trotzdem gab es überall Orte, an denen man eben halt was gucken konnte, finden konnte und so weiter. Wir hatten, glaube ich, 5 oder 6 Vorhängeschlösser mit 4er-Kombinationen, die man einfach so einzeln einstellen kann. Dann hatten wir eins, so ein Safe-Schloss, wo du einmal in die eine Richtung rechts, links, rechts drehen musst. Ne? Und einen Tresor mit Pin. Mit einem, ne? Ja, und im Tresor war schlussendlich der Schlüssel drin. Das war eine extrem geile Sache. I smoke again. And then I flash City. City flashes out. Let's go. Oh shit. Alle Mates sind an ihm zerschellt. Wir haben da drin dann 41 Minuten gebraucht und waren dann fertig. Also waren 9 Minuten vor Bombenexplosion durch. Zwischendurch war es schon ein bisschen tricky. Wir dachten, wir stecken vielleicht fest. Man ist aber auch durchgehend mit einem Navi, will ich sagen, aber das ist nicht das richtige Wort, Walkie-Talkie, mit ihm verbunden gewesen und man hätte fragen können. Beziehungsweise man ist auch durchgehend unter Beobachtung. Also da hängen auch immer Kameras drin. Also bei uns war eine, mit der er eben ungefähr sehen kann, wie weit wir sind. Und er hat dann auch nach, ich glaube, 30 Minuten hat er dann gefragt, wie es aussieht. Er hat gemeint, oh, die ersten 30 Minuten sind rum und hin und her und ob wir einen Tipp brauchen. Und gerade in dem Moment hat dann aber jemand festgestellt, dass, ah shit, one is low HP, dass an mehreren Hinweisen kleine römische Zahlen sind, die wir nicht gesehen haben und das war dann wiederum wichtig für den Schluss und so weiter, also es war wirklich sehr, sehr cool. Meine Freundin und ihre Freundin, die waren schon in Escape Rooms und die haben gemeint, im Vergleich zu denen, denen sie waren, war das jetzt nicht so besonders, also trotzdem schön, aber halt nicht so komplett abgespaced, wie es bei ihnen war, aber für mich war es auf jeden Fall ausreichend, beziehungsweise eben gut, sehr gut, hat Spaß gemacht. War eine coole Sache. Und danach das Sushi. Davon gibt es ja auch Bilder auf Twitter und Instagram. Das war wirklich Wahnsinn. Holla die Waldfee. Wir waren im Yumini oder Yum... Ich weiß nicht, wie es heißt in Dortmund. Man konnte sich so absolut vollfressen. Das war echt krass. Es gab so viel für, ich glaube, 24 Euro All You Can Eat. Aber mit Tablets. Du konntest mit Tablets bestellen, was du essen willst. Man hätte sich 50 Dinge bestellen können. Das war mit so Runden geregelt. In jeder Runde kann man pro Kopf 5 Dinge sich an den Tisch bringen lassen. Und man kann das halt 10 Mal machen. Aber wir haben bei Runde 4 oder 5 schon langsam schlapp gemacht. Die Sachen sind aber auch nicht immer einzeln. Eine Freundin hat sich zum Beispiel frittiertes Gemüse bestellt. Und wir dachten, das wären so 1, 2, 3 Stücke, was war ein ganzer Teller gehäuft. One got hit. Okay, ich laber gerade ein bisschen viel und bin viel zu wenig im Spiel. Ich muss mich etwas mehr fokussieren. Aber ich kann euch beiläufig noch so ein paar Sachen erzählen. Ich guck mal, dass ich direkt auf Panini einen weghole. Was gibt's? One down. Fast. One up and dark. Nein! Jungs, wo bleibt ihr denn? Scheiße! One city. Are you serious? Lauf, Kinder, lauf! Oh no!
Was passiert hier gerade? Was baut sich hier gerade für einen Hass auf? You are the worst baiter in the world. Aber stimmt, mich hat er natürlich hart gebaitet, ne? Er lässt mich vorrennen und sterben und kommt dann erst nachgeschissen, wie die Alphas macht. He's down. Want to be on spot another one city? Upside city? Wo ist die Pump? Oh. Na, das left side. Ah, shit. Er hat schon wieder reingebaitet, da hat er recht, der Kollege. Er verkauft das Team für seine 10 Frags. No more, you can bait. Tja, Purple, hä? Oh shit, nein, 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 nein. Wir haben einen behinderten Purple. Oh Gott. Oh Gott, oh nein. Oh nein. Das ist das größte Problem in CSGO. Solche kleinen Mini-Püsschen, die behaupten, dass Kills gleich Skill ist. Und dann glauben sie wirklich, dass sie gut sind. Obwohl sie das gesamte Team opfern und den Luz praktisch heraufbeschwören. Uff. Wenn es sein muss, müssen wir ihn halt kicken. Das ist auch der, der kein Mikrofon hat und am Anfang nur Hi geschrieben hat. Das ist halt absolut bitter, wenn du solche Behinderten im Team hast, ne? Mm. Guck ihn dir an, das ist echt so true, was der Kollege gesagt hat. Der kann überhaupt nichts, dieser Purple. Ich wollte so schöne Storytime machen, hab mir richtig edle Mates gewünscht. Keine Bastarde, sondern einfach normale Boys. One should be low on A long. Alter. One down. Long nice. Must be low. One balcony. Nice. Is balcony down? Good job, boys. Nice, nice, nice. Pit is clear. So macht man das. Short. Short. Short last. Down. Good job. Boots! Würdet ihr sowas machen, dass wenn ihr jetzt gerade mal einen guten Tag habt oder eben euer gesamtes Team baitet, beziehungsweise auf irgendeine Art und Weise, egal wie, zu Kills kommt, vielleicht auch wirklich auf eine ehrenvolle Art und Weise und die wirklich euch verdient und nicht halt ersnackt. Würdet ihr denn irgendwie auf die Idee kommen, deswegen zu sagen, dass ihr jetzt im Moment hier gerade der beste Spieler seid und andere dann einfach so runterputzen dürft? Ich freue mich auch, wenn bei mir die Kills reinkommen. Gar keine... Oh. Er schießt mir sogar in den Arsch, der Purple. Das ist ein richtiger Hund. Ich freue mich auch, wenn ich zu Kills komme, ganz klar. Aber ja, das heißt halt nicht, dass ich irgendwie das Tier auf dem Server bin, ne? Auf keinen Fall. Wir sind nämlich nie im Leben das schwächere Team. Außer wenn im Team halt solche behinderten Meckereien sind. Man hat sofort gemerkt, wie wir die ersten 2 oder 3 Runden sogar nach diesem verkackt haben. Es geht halt einfach nur zu 5. Oder zumindest zu 4. Dazu habe ich übrigens auch mal einen Podcast gemacht. Zu wertvollen und wertlosen Kills. Kann man an der Stelle mal direkt angucken. Grün ist auch schön am Callen. Purple ist der einzige Hund, der nur auf Kills geht und nicht callt. Nichts macht. Er ist einfach irgendwo und macht einfach sein Ding. Oh, wir haben keinen in Apartments. Das finde ich gefährlich. I'm watching behind. Nice. Long down. Ich gehe auf die Suche nach dem letzten Vogel. Nice. Übrigens hat er auf mein Geschriebenes gar nicht geantwortet, dass die Kills wertlos sind, wenn man das Team dafür sacrificed. Darauf hat er überhaupt nicht reagiert. Vielleicht war das die Einsicht oder so? Da kann ich jetzt auch, glaube ich, wieder weiter erzählen an dieser kleinen Durchfallattacke. Also, Sushi und auch andere Speisen. Es war eigentlich wie ein Buffet. Du hattest die ganzen Sushi-Sachen, aber auch gebratenes Hähnchen, frittiertes Zeug, dies und das Fleisch und Lammspieß, Lammschenkel und so gab es auch. Also, man konnte sich alles Mögliche bringen lassen. Und wir haben so dermaßen reingehauen. Die ersten 3 oder 4 Bestellungen haben wir alle voll gemacht. Jeder hat sich 5 Sachen bestellt. Wir hatten unseren Tisch komplett gefüllt. Und ja, am Anfang habe ich viel Sushi gegessen. Und später dann Fleisch und so weiter nachgeschaufelt. Dude, bro. Be opposite of Purple. Wir sind zum Glück alle der Meinung, dass das Purple da wirklich hart am Rumkacken ist. Mit seinem Scheiß. Also zum Glück sind wir 4 vernünftige Leute und ein Dummkopf. Er hat mich nie im Leben versucht, im Ernst jetzt zu killen. Komm schon. Ich bin ihm reingelaufen. Bitte. Was ein haariger Anfang. Naja, aber wie gesagt, wenn wir zusammenhalten, dann geht das schon. Stay on A, they're probably already. Easy peasy. They're probably on A. So. Hey, 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 hey. Das war jetzt echt behindert, dass das Kudian ihm ins Gesicht schießt. Das war dumm. Probably you got him. Komm, wir zu mir kommen. Das war jetzt aber auch wirklich saudumm von Kudian oder wie er heißt, von unserem Grünen da, dass der es darauf eingeht und auf ihn schießt. Als würde man mit Kindern spielen. Das ist wirklich schlimm. Die ganz schnell bockig sind. So, ich will aber! Greeny Beanie. Okay. One is going through. He's kitchen, church. Sorry, I didn't see him. Oh! Nice. Komm, das müssen sie jetzt machen, bitte. Wir müssen ab jetzt anfangen aufzubauen, sonst geben wir echt haarig die Runden ab. Er hat keinen Diffuse. I think I'm gonna rotate to A. Oh. What? 2 banana. Down. Won't be down. Could go on.
down. Close, he's close. Oh fuck, sorry. Half HP. Oh. Hab mir schon gedacht, dass einer durch ist und hätte ihn ja eigentlich voll killen können, ne? Da wäre er wirklich nah bei mir gestanden. Das wäre eigentlich ein easy frag gewesen. Aber ich war dann doch zu überrascht. No, no, thanks. There was no one to kill, purple. Banana was clear. What the fuck? I don't understand guys like him, really. Yeah. Purple ist wirklich der größte Homunculus. Deep Molly. One still lower mid. Is he a city? Library down. I think bomb is down, yes. Okay. Down. I have flash blue. Flash by. Thanks. Yeah, he's flashed. Ultra Teamplay. Wir haben die so easy im Griff, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Dann rennt's. That was actually pretty nasty. Okay, komm, ich bleib erstmal bei der P90, um den Kollegen hier schön zu deffen, weil ich denke, dass sie gleich rushen und mit der P90 kann ich halt dann hoffentlich gepflegt reinsprayen. One is tree, right side, banana. Oh, three, they're coming B. One is close car. Oh, die Smoke kam von Purple. Und jetzt holt er sich seine Free Frags hier, der Drecksack, der verschissene Beta. Long inside. Oh, nice try. Und ich bin so unglaublich froh, dass er nicht mit irgendeinem Mate da ist, der die gleiche komplett gestörte Meinung vertritt. Sondern dass alle vier von uns ihm eben erklären können, was für ein Homunculus er ist. Extrem bittere Pille. Stellt euch mal vor, wir hätten Purple austauschen können mit irgendjemandem beliebigen, der keine so ist. Bumm! Aber da müssen wir halt auch einfach mal durch. Es gibt nicht immer nur sonnige Tage, sondern auch regnerische Tage mit Kotbatzen. Trotzdem schönes Teil. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video und auch im Livestream. 18 Uhr, Dienstag, Shazam. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Likes und die Kommentare. Haut rein und seid nicht so wie Purple. Bye, bye.